Was trägst du da? Das sieht aus wie eine Knarre. Oder ist es eine Arbaliste? Gelange unbekannt durch die Schlucht, folge der Wache zum Quartiermeister. Unsere Zahlung scheint auch hier zu funktionieren. Ein Wachmann, der dieses Höhleingang setzt uns für neue Rekruten. Wenn wir keinen Verdacht erregen, sollten wir besser folgen. Eine kleine Schlucht unmittelbar am Fuße des Schlosses erwartete uns am anderen Ende der Höhle. Offenbar dient sie als Aufmarschgebiet für Dachins Söldner, vor denen es hier geradezu wimmelt. Auch der Baron war zugegen und hielt eine flammende Rede, in der er einen Staatsstreich gegen Graf Gowin ankündigte. Wenn wir in keinen offenen Kampf geraten wollen, müssen wir alles tun, um als gewöhnliche Rekruten durchzugehen. Und ja, irgendwie müssen wir auch ins Schloss kommen. Oh, Entschuldigung. Landen sie vielleicht wenigstens nicht bei Feldwebel Sturmfels. Der hat schon so manchen Grünschnabel zerschlissen. Was habt ihr denn? So übel schauen sie doch gar nicht aus. Vor allem das Mädel da sieht sehr talentiert aus. Ja, die reden über uns. Quartiermeister, Söldner. Ich habe hier ein paar neue Rekruten. Alles klar, immer her damit. Ja. Ah, so viele gleich? Bald platzt ja alles aus den Nähten. Naja, wir werden schon noch ein Plätzchen für euch finden. Gut, lasst euch erstmal anschauen. Na, schau an! Endlich mal wieder weibliche Verstärkung. Da freuen wir uns aber ganz besonders. Vielleicht bringe ich euch gleich bei mir im Zelt unter. Wer haut ihm gleich eins aufs Bauch? Yassa, Taylor. Ihr bleibt mir besser vom Leib, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Bevor ich feiere, ist sicher, hat er nur Spaß gemacht. Ja, natürlich nur Spaß. Also hört besser auf euren Freund und beruhigt euch wieder. Verflixt, die ist ja genauso schlimm wie Gunda. Am besten stecke ich euch zu Feldwebel Hagenschlag. Seine Einheit hat noch ein paar Plätze frei. Einfach hier durch und über die Felsbrücke. Ihr findet ihn drüben zwischen den Zelten. Also, Abmarsch! Über die Brücke. Ah ja. Naja, je näher wir ans Schloss rankommen, was wahrscheinlich da oben irgendwo ist, umso besser. Nebenbei, Meldung Feldwebel Haarschlag, okay. Ich wollte ja noch nach Sonderfähigkeiten gucken. Schnellreisepunkt für Haarschlag freigeschaltet. Ich könnte Meisterschütze noch selber erlernen. Brauche ich dazu was? Nicht wirklich. Defensiv hätte ich gern noch mehr Ausdauer und besseres Ausweichen vor allem. Ja. Ardo natürlich aus. Oh, Schildkampf könnte er noch verbessern. Was? Das wäre wichtig. Und sie genauso. Dafür hätte sie genau noch genug Punkte, weil Fernkampf hat sie alles gelernt. Nahkampf braucht sie nichts lernen. Was? Und Vorgrimm, Rüstungsgewöhnung wäre noch nicht schlecht. Schildkampf, dafür hat er genug Punkte, ja. Und ein Hammerschlag. Und Ardo, was wollte ich ihm noch beibringen? Vielleicht defensiver Kampfstil auf die letzte Stufe. Euch habe ich hier im Lager noch nicht gesehen. Neuankömmlinge? Mann, hast du einen Riesenschnauzer. Ja, wir sind gerade eingekommen. Seid ihr Feldwebel Hagenschlag? Ja, bin ich. Was wollt ihr von mir? Quartiermeister schickt uns. Ah. Dann seid ihr also die Verstärkung. Gut. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr endlich hier eintrefft. Das Zelt links von euch ist frei. Dort könnt ihr Quartier nehmen. Ihr findet auch eine Truhe, wo ihr eure Sachen unterbringen könnt. Alles klar. Gut. Dann noch ein paar Hinweise für euch. Bei Ritter Erund von Olmingen dort drüben könnt ihr euch im Nahkampf üben. Jenseits der Schlucht findet ihr Gunda Kleb. Sie unterrichtet die Bogenschützen. Ah, ja. Die Quartiermeister kennt ihr ja schon. Außer unserer Einheit lagert hier noch die Truppe von Feldwebel Sturmfels. Bei denen gibt's auch einen Schmied und einen Wundarzt. Über die Terrasse hinter mir geht's zum Lager. Aber da habt ihr vorerst nichts zu suchen. Ihr werdet später mit dem Lagermeister Bekanntschaft machen. Erst einmal werdet ihr euch bei Ritter Erund und Bogenmeisterin Kleb melden. Sie führen im Auftrag des Barons den Oberbefehl über das Lager und werden eure Fertigkeiten prüfen. Okay, zu Befehl. Okay, wir können ein Zelt haben. Persönliche Kiste.
Ist da mein Zeug etwa drin? Nö. Unter Deckmantel. Ja, wir haben uns zu früh gefreut. Wir müssen Meldung bei denen hier machen. Das dürften wir ja noch gerade so hinkriegen. Ritter Elrond. Hoffentlich bringt der uns was Ordentliches bei. Und hoffentlich bringt uns auch die Bogenmeisterin was bei. Hier müssen wir uns wahrscheinlich prügeln. Wo ist das? Da oben ist das Schloss. Ist da der Eingang zum Schloss? Das wäre ja fast schon zu einfach. Schwerreisepunkte in Ritter freigeschaltet. Konrad zum Gruße. Ihr seid neue Rekruten, nehme ich an. Ich bin Ritter Erund von Olmingen. Ja. Etikette Ardo. Seid grüßt, Herr Ritter. Ja, Etikette Ardo und ich spreche. Mit Empfehlung von Herrn Feld möchte ich... Ja, mit Empfehlung Feldwebel Hagenschlags möchte ich um eure Ehre suchen, mich von euch prüfen zu lassen. Ihr besitzt wahrlich Anstand. Eine wohltuende Abwechslung unter all diesen Galgenvögeln hier. Ein Jammer, dass wir unsere hohe Sache mit solchen Lumpen an der Seite erkämpfen müssen. Ja. Nun denn, ihr wollt, dass ich eure Fertigkeiten im Kampf beurteile? So ist es. Sehr gut. Aber bevor wir beginnen, habe ich noch eine kleine Aufgabe für euch. Geht zur Schmieden bei Feldwebel Sturmfels und holt mir mein neues Schwert. Es sollte mittlerweile fertig sein. Sie ist drüben auf der anderen Seite der Schlucht bei den Höhlen. Ihr werdet sie schon finden. Na gut. Attacke, Parade, Attacke, Parade. Als ob man nur so kämpfen könnte. Wechsel doch mal deinen Rhythmus. Achtung. Ach, verflixt. Muss man doch ausweichen. Ein bisschen Beinarbeit ist doch nicht so viel verlangt. Okay, eine Söldnerin meckert einen anderen Söldner an. Und wir müssen ein Schwert holen. Bei der Schmiedin. Unsere Waffen sind eigentlich alle okay, hoffe ich mal. Versteckter Schatz. Und wir haben Kuano natürlich nicht dabei. Feldwebel Hagenschlag. Zum Glück haben wir Schnellreisepunkte. Aber verdammt viele Söldner und Söldnerinnen. Bloß gut, dass wir uns nicht mit den allen angelegt haben. Okay, sie haben eine Zwergenschmiedin hier. Wenn du mit dem Schwert nur ebenso gut wärst. Hier üben sie alle, Söldnerin. Da ist die Bogenmeisterin. Gehen wir mal erst zu ihr. Dann hätten wir den Reisepunkt auch freigeschalten. Die versteht sich vielleicht mit Feiris gut. Die Bogenmeisterin. Werkbank. Ewige Kisten, eine Übungsfigur. Sollen wir ein paar Übungsschießen machen? Tag. Was wollt ihr? Kämpfen und Tarnung aufgeben? Seid ihr Bogenmeisterin Kleb? Gewiss bin ich das. Ihr seid neu in diesem Lager? Jo. Feldwebel Hagenschlag schickt so? Uns. Er scheint zu denken, dass ich Zeit im Überfluss habe. Da kommt mir eine Idee. Ihr bekommt eure Prüfung, aber ihr werdet euch dabei ein wenig nützlich machen. Ihr werdet Harpien jagen. Ja. Diese Missgeburten waren schon hier, als wir unser Lager aufschlugen. Ich habe bereits einige erwischt und auch ein paar Nester zerstört. Aber es war mir zu lästig, ihnen allen. Solange noch ein paar von ihnen übrig sind, werden sie immer neue Nester bauen. Drüben an der gegenüberliegenden Felswand habe ich schon wieder ein paar entdeckt. Ja. Ihr Geschrei geht mir auf die Nerven. Also merzt sie aus. Es ist mir egal, wie ihr es macht. Danach kriegt ihr euren Wisch für Hagenschlag. Ja, sie ist wirklich selber eine Harpie, aber wir erledigen die Harpien lieber für sie. Als dass wir das ganze Lager jetzt aufschrecken. Oh, Zunderschwamm. Komm her, Zunderschwamm.
So. Genau, da ist eine Harpie. Wenn das nur die eine ist, dann lach ich. Nein, da fliegen ganz schön viele. Jetzt müssen wir gegen Harpien in diesem Fummel kämpfen, weil wir unseren eigenen Fummel nicht tragen dürfen. Okay, ich bin verwundet und vergiftet. Mach mal das Gift weg, Feieris. Leichter Wundbrand. Und du heil dir die Wunden selber mal weg. So. Ihr beide haut auf die Nester drauf. Kommen dann die anderen Harpien von da hinten gleich angeflogen, die irgendwie nur Deko sind. Scheint der Fall zu sein. Wow. Ganz schöner Haufen Harpien. Wisst ihr was, seid mir nicht böse, aber für euch muss ich dann doch stärkere Geschütze auffahren. Was? Weiche! Aber zum Glück sind es nur... Achso, das andere Nest ist gleich zerstört. Feiris, heil mal mich. Ich habe schon zwei Wunden drauf. Und du, Kugelblitz. Oh, ich habe jetzt schon drei Wunden drauf. Das ist nicht so schön. Schlag. Auf. Jetzt ist Feieris umgefallen, weil sie vier Wunden, fünf Wunden hat. Ich falle auch gleich um, wenn ich nicht aufpasse. Genau. Au. Das war jetzt aber sehr, sehr knapp. Bring die letzten Harpien zur Strecke. Jetzt kann ich Wunden verbinden. Lass mal bei mir selber. Sehr viele Wunden. Ja. Feieris kann ja ein paar wegheilen. Du kannst Feieris verbinden. Ja, das klappt zum Glück besser. Andere zu verarzten. So. Kurzen Quicksave machen. Das haben wir nämlich nicht erwartet, dass das so garstig werden kann. Na? So, hau das Nest weg, Vorgrim. Zum Glück haben wir nicht beide gleichzeitig weggehauen, weil jetzt kommt die nächste Ladung Harpien. Was? Und ich glaube, wir schalten eine nach der anderen aus. Außer mir geht eine auf die Nerven. Folgt mir. Die da bitte. Und ganz ehrlich, mein Kugelblitz macht bei denen fast gar keinen Schaden. So, Klingensturm. Feieris weg. Feieris ist wieder umgefallen. Ja, bei den Harpien klappt es doch etwas besser. Ein gezielter Schuss. Und die letzte Harpie ist auch weg. Ihr hättet eigentlich Harpienfedern, gell? Ja, Vogelfedern. So, einmal Feieris verarzten.